Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier aus meinen heiligen Hallen. Und ihr seht schon, es hat sich einiges getan in meinem Arbeitszimmer, ne? Richtig, richtig viel. Und ich weiß, dass viele von euch, du da draußen zum Beispiel, du möchtest gerne wissen, was ich hier jetzt alles geändert habe und wie ich jetzt zum Beispiel es schaffe, cool zu streamen und so weiter. Und da habe ich mir so ein kleines Setup aufgebaut im gesamten Arbeitszimmer. Es gibt Sachen, die du noch nicht hier siehst in dem Video. Und wenn du möchtest, dann zeige ich sie dir gerne. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr eine neue Roomtour sehen wollt. Das wäre sehr, sehr cool. Aber im heutigen Video packen wir wohl die größte Collector's Edition aus, die ich bis jetzt bekommen habe. Und die ist auch so unfassbar schwer. Ich rede vom Project Cars 2. Also die haben mir eine Ultra Edition zugeschickt. Ein riesen Brummer. Und ihr seht schon, wie groß dieser Karton alleine ist. Und wir haben hier natürlich vorne das wunderschöne Logo drauf, denn es ist ja möglich, auch im Schnee zu fahren, beziehungsweise mit eisiger Oberfläche. Und Project Cars 2 für die PlayStation 4 gibt es auch für PC und für Xbox One, die Ultra Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die wichtigste Information zum Spiel, was enthalten ist. Einmal einen Wagen haben wir, ja, dann haben wir ein Steel Case, dann haben wir eine Cappy, wir haben, ach, so viele Sachen, die will ich euch jetzt auch gar nicht zeigen, Artbooks und so weiter und so fort, sondern wir machen das so, dass wir das Paket jetzt einfach mal öffnen und dann mal reingucken. Ja, ich glaube, ihr habt ja auch Lust darauf, deswegen habe ich mir schnell ein Messer geschnappt. Ja, und da haben wir schon das Logo und Project Cars 2. Ja, ja, da ist ein Poster drin. Das ist es, Leute. Und mit Unterschriften sogar drauf. Guckt ihr das mal an, wie geil. Ja, von den Entwicklern höchstpersönlich unterschrieben. Also sehr, sehr schöne Sache. So, das Schmuckstück kennt man wieder weggepackt. Ich gucke gerade noch, was da drin ist. Oh, na klar, Leute, Alter. Ja, was geht ab? Denn wir feiern die ganze Nacht. Also eine Cappy haben wir noch dabei. So, jetzt kommt eben der heilige große Karton. Und den muss man ganz vorsichtig öffnen. Scheiße, ich habe schon was kaputt gemacht. Da ziehen wir hier die Laschen raus. Machen wir. Ganz, ganz vorsichtig. Natürlich ist super viel Styropor. Ich traue mich hier gar nicht zu machen. Oh je. Ach so, das ganze Ding ist in Styropor eingepackt. Ach du Scheiße. So, bevor wir uns das Modell angucken, schauen wir erstmal lieber weiter noch in den Karton rein. Also das Poster habe ich euch ja schon gezeigt und die Cappy auch. Wir haben noch mehr Sachen hier. Und zwar ein Artbook, ja, zum Spiel. Und hier ist alles auf dem McLaren fokussiert, wie man sieht, ja. Renderings und so weiter und so fort. Und wenn wir das aufmachen, sehen wir Designentwürfe vom Spiel. Also sehr, sehr cool. Und kannst du da durchblättern, dir das angucken, welche Ideen man hatte, wie das Auto entstanden ist, für das Cover zum Beispiel. Hier der Tondruck für einen dicken Buch. Und das ist The Art of Immersion. Also hier wird uns nochmal ein bisschen erklärt wahrscheinlich, wie man sich für Project Cars 2 hinter die Arbeit geklemmt hat, um zu zeigen, wie viel Arbeit das ist. So Bilder hat man hier gemacht und das ist richtig geil, weil du findest hier alles zu den ganzen Rennstrecken. Ja, ich zeige euch das mal und richtig schöne Impressionen. Und sowas liebe ich auch, da könnte ich mir stundenlang angucken. Ich habe auch tatsächlich manche Lösungsbücher nur gekauft, um mir solche Bilder anzugucken, weil ich liebe das, ja. Und dann kannst du da mehrmals drauf gucken. Das ist für mich solche Bilder, das klingt jetzt total bescheuert, aber solche Bilder sind für mich wahre Kunst. Ja, weil du kannst dir sowas angucken und dann hast du direkt Lust, selber zu spielen. Ich weiß nicht, ob euch sowas, ob es euch auch so geht, wenn ich zum Beispiel irgendein Racing-Game spiele oder eben Project Cars oder irgendwas anderes und ich fahre in den Sonnenuntergang oder es liegt Schnee oder du bist dann unterwegs und du hörst einfach auch den Regen auf die Scheibe prasseln im Spiel. Manchmal bleibt man dann einfach stehen im Spiel und guckt sich das an, weil das so beeindruckend klingt und auch wirkt. Wir haben hier noch das Steelbook, ja, zum Spiel für die PlayStation 4, Project Cars 2. Dann haben wir hier einmal einen Code, einen Season Pass Code, den zeige ich euch jetzt nicht. Und Japanese Cars Bonus Pack, was ist das hier? Ein VIP Badge, ja, das kann man sich natürlich umhängen, wenn man möchte. Was? Moment. Nichts passiert. Ich habe nur gerade kurz aus Versehen den Rückspiegel abgebrochen. Ist wieder repariert. Man sollte echt vorsichtig damit umgehen. So. Ich traue mich da gar nichts zu machen. Das ist es. Ja? Alter, wie geil ist das denn, Mann? Ich hoffe, das ist hier also. Alter Schwede. Boah. Ich habe irgendwie das Gefühl,
Warum ist das Ding so schwer? Ist da irgendwas drin? Kann man das Ding fernsteuern oder so? Nein, da ist ja keine Controller dabei. Das ist aber krass. Naja, auf jeden Fall ist das die Collector's Edition, die Ultimate Edition zu Project Cars 2 mit diesem wunderschönen Auto. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Edition findet. Ich finde das mega geil, vor allem mit dem McLaren 720S. Ich möchte nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Als Modell, und das ist wirklich super schwer. Respekt auf jeden Fall, ne? Oh. Bis dann, Leute. Tschüss. Ach so, bald kommt schon das nächste Unboxing. Aber was könnte das wohl sein?